zou die er allemaal aan die heren leveren, alle kwijt. En zijn ganse vrouw, voor eerst kunnen de witte te begrijzen. Hij, ze zullen het college van Schaff en dan gemengerood, wij ook gemengd als mobiliteitsvocht die aan gang als zu Ende gaat. En een goede moment voor een besnijzer om een keer uit de schuffeling te offeren, en te bieden, te presenteren. Hoe man in principe globaal denken, lokaal handelen. Om een keer wilt een live jaar gaan voor ijs politiek, om omweltschutz, natuurschutz, nachhaltig politiek, voor die zijn verder initiatief te normalen. Oder zwei eigentlich, weil wir hier eine Kombination haben von Ladestation für Elektroautos, nicht nur hier, sondern auch in der Liberation für ein Syndikat-Initiativ. Und in der Kombination haben wir einen Carport mit Photovoltaik-Anlage. Also hier haben wir ein paar Initiativen bei Ihnen, die Sinn machen. Ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren in diesem Bereich schon ganz viel uit de Schöffeling opweises initiatieven aan Graf, zien we dat er zijn twee progenerationsanlagen die we aan betrieb doen aan andere energieproductieanlagen. Oder überhaupt, want er zijn verbeteringen op de verschillende gebieden, waar we versichten de energieefficiënt van onze gebouwen op dat moment ook te verbeteren. Voor een mooie schiffer te nemen, insgesamt zien we dat letzte 15 Jahre rund 1,5 Millionen Euro an Verbesserung von der Energieeffizienz von unseren Gebäuden investiert. Wobei wir natürlich auch den Energieverbrauch, und das ja auch gegen, von all den Gebäuden, die 60 am Ganzen, konnten verringern. Außerdem haben wir auch noch rund 3,2 Millionen Euro an anderen Projekten investiert am Bereich von der Energie. Wenn ich dann mal an der Moyen gucke, dann müsste so ein rund 300.000 Euro pro Jahr aus, die wir investieren eben an eine nachhaltige Energiepolitik und wo man das dann noch an den Umwelt schützt. Wir haben am Anfang schon im Jahr 2002 haben wir als Schiffler Gemeinde an Photovoltaik investiert, das sind mittlerweile schon 11 Jahre hier. Die ist dann leer von 2 Kilowatt, die sind da quasi zuerst Terra-Dürren, das ist schon Jacobi installiert. Die Schwache 2 Kilowatt, die war bewusst gewählt, weil das ein typisch Leistungskammer ist, die auch im Tag von einem Privathaus gut kann installiert gehen. Das heißt, darum ist gegangen, als die Bürger zu weisen, dass die Stromproduktion mit Hilfe von der Sonne ist und dass so ein Photovoltaik dann auch finanziell für Privatleute durchaus kein interessant sind, nicht nur für ein Gemeinde. En nog zitten die jaar door, die mogen elke keer als gemeen van Bierger Privat Light fotovoltaïk aanleggen. Bij zich installeren, voor zich maar dat natuurlijk ook te subventioneren. We hebben zelf als gemeen veel fotovoltaïk aanleggen installeren op Biersch voor gemeen gebouwen. En dan 102 meter langer voor pompen om te drijven. Dan noemen we ook als gemeen initiatief ook graag voor für die Bürger zu motivieren, für gemeinschaftlich Photovoltaik-Anlagen zu investieren. Das hat ganz viel positive Eko gekriegt. Und wir konnten am vergangenen Jahr eine Anlage mit einer Leistung von 30 Kilowatt am Tag, also im Sonntag Senior, an der Zerbsprostraße, an Betrieb holen. Da sieht man, dass wir permanent am Gang sind, auch neue Wege am Bereich von den erneuerbaren Energien zu gehen und die zu promovieren. Hout kunnen we dan hier op parking van de gare een verder aanleggerbetrieb halen dan net op daar van een gebouw. Wie dat moet je dan gewind varen, word je dan nog dan laag meestal net gezeid. Maar op een vlotte carport, hier maar vlot, vlotte carport, dat is, dat vind je goed op dat loopt vlot, also dan net. Maar dat is dan een vlotte carport van dat firma Photolight. Den hat ein Anlag mit einer Leistung von 6 Kilowatt. Und das hat dann auf diesem Platz eigentlich einen doppelten Zweck. Für die erste Geteil Energie mit Hilfe von der Sonne produziert ohne den Ersatz von den fossilen Energieträgern. Darum geht es ja dann.
Dus voor twee vierdelen eens produceren we stroom. En niet als lieve product zuurstoffen, uit de sleutel en tweede krijgen we de energie van de zon gratis geleverd. Och, wat is dit allemaal gezegd? Hè? Dat is al zo praktisch, net zo verstoord, je werkt net nog mee op de vorm van energieproductie. Het is rekening af. Kunt bij Heinstel zien, even goed ideeën, die hier een vee, Milaan, Brugge, is het goed. De Weidlandswerk, die is voor toevallig aanleg goed, als dat die energie te produceren, wat die elektroauto en de elektrovullo kunnen. We leiden geen zin, maar daar hebben we al een beetje praktiseerd. Dat is zo dat de delegerende minister voor de Noordhaltigheid de installatie van ledenstationen voor elektrobouffieren promoveert, dan ook mensen wil zo equiperen, wil dat het meestal is als met elektroauto een altraje aan land te maken, ook niet te riskeren, een plantage naar weg te krijgen, wat batterijen uitdel zijn. Maar om die message op te houden, en hun decideert de schuffeling die aan de stationen te installeren. Zo gezond, de drie stekken zijn dat. Zo ga je een parkje bij de gare. En dan gaan we naar het schoot van het gebouw van de service ecologie door de Hoge Galerie van het syndicaat initiatief Trondas. Ja.